Ich heiße Erik Wörle und mache den Game Production Kurs an der Games Academy. Ja, Game Production habe ich mich deswegen entschieden, weil ich A, Game Design und Game Production kombiniert habe an der Games Academy. Das heißt, ich habe erst Game Design 2 Semester gemacht und konnte dadurch verkürzt Game Production noch ranhängen. Das war eben ein Vorteil. Und ich bin mit der Intention hierher gekommen oder habe die Production-Ausbildung gemacht, weil die auch auf die Selbstständigkeit vorbereitet. Das war so der ursprüngliche Plan, dass ich mich danach selbstständig mache. Inzwischen ist es allerdings so, dass ich ja es liebe, in größeren Teams zu arbeiten, wie jetzt in den Semesterprojekten. Und ich es einfach liebe, als Team ja coole Ergebnisse zu erarbeiten. Und deswegen ja, wird das mein Ziel sein, auch nach der Games Academy in coolen Teams und in coolen Projekten zu arbeiten. Naja, ich bin wie viele hier natürlich Hardcore-Gamer und wenn man viel spielt, will man natürlich, hat man so seine eigenen Ideen, wie die Spiele am besten sein sollten. Ja, und das hat mich dann letzten Endes dazu bewegt, das Ganze mal ernsthaft anzugehen und die Ausbildung hier zu starten. Ich kannte die Games Academy schon vom Game Dev Podcast. Da sitzen auch einige Leute drin, die an der Games Academy schon vor 10 Jahren oder so waren. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, habe gesehen, die Games Academy gibt es tatsächlich schon seit 20 Jahren. Und ich dachte mir, gut, wenn es die seit 20 Jahren gibt, es muss einen Grund haben. Und ja, deswegen bin ich dann hierher gekommen. Ja, als Producer macht man vor allem Dingen Projektmanagement. Das heißt, man plant, was man vorhat, man plant die Milestones, man plant, wann man releasen möchte. Man erstellt Aufgaben und verteilt die auch an die Teammitglieder und priorisiert auch die Aufgaben. Das heißt, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Gleichzeitig kümmert man sich sehr stark ums Team. Das heißt, man sorgt dafür, dass jeder mit Aufgaben versorgt ist, dass Probleme, die vielleicht auftreten, gelöst werden können und einfach die Abläufe effizient gestaltet sind. Und man ist einfach auch Ansprechpartner quasi für alle möglichen Sachen im Team. Das Gleiche gilt auch, dass man Ansprechpartner nach außen hin ist. Das heißt, man präsentiert auch, also erstellt Präsentationen, repräsentiert das Team in Gesprächen mit zum Beispiel Publishern und schließt dann letzten Endes auch Verträge mit zum Beispiel Publishern oder anderen Partnerfirmen ab. Und in kleineren Unternehmen kann es natürlich auch vorkommen, dass man mal eine Werbekampagne auch noch mit betreut oder jetzt auch an der Games Academy, wir haben so einen kleinen Messestand demnächst, da gilt es dann auch die Messe ein bisschen zu planen, also es ist sehr, sehr umfangreich. Ja, mein Lieblingsfach auch dieses Semester war Unternehmenskommunikation bei Stefan Bayer. Einerseits war der Dozent super, also Stefan hat mega viel Ahnung, ist auch sehr erfahren und hat das Ganze sehr gut rübergebracht. Und in dem Unterricht ging es sehr um Firmenkultur, sowohl wie man die in der Firma kommuniziert und den Mitarbeitern quasi klar macht, als auch nach außen. Und ich denke, wenn man das hinkriegt, quasi diese Firmenkultur, eine gute Firmenkultur zu etablieren und sich das und sich auch jeder Mitarbeiter damit identifizieren kann, dann hilft es extrem in den Projekten, dass alle Leute an einem Strang ziehen können, weil eben alle dann auch hinter dem Unternehmen und hinter dessen Werte stehen. Ja, wenn ich so in meine Steam-Bibliothek gucke, dann haben da ein paar Spiele mehrere tausend Stunden, aber vor allen Dingen RimWorld hat mehrere tausend Stunden. Ich liebe einfach Spiele mit einer sehr strategischen Tiefe, die sehr komplex sind. Grafik ist mir dabei nicht so wichtig. Und in RimWorld kann man einfach Stunden und Tage verbringen.